Herzlich willkommen zu Ihrem Primetime Magazin. Heute eine neue Folge von Tut das oder tut das nicht, einem wunderschönen Ausflug in Thailand. Und mein Kollege Theo, der hat magische Fähigkeiten. Viel Spaß. Ganz wichtig im Urlaub ist es ja, Spaß zu haben. Und dazu gehört auch unsere Rubrik Tut das oder tut das nicht. Viele haben sich die zweite Folge gewünscht. Hier kommt sie. Und unsere Gäste, die haben wirklich Humor. Frank, ich hätte folgende Aufgabe für dich. Unten auf Deck 9 vom Marktrestaurant stehen jetzt schon ganz viele Menschen, die darauf warten, dass das Restaurant endlich aufgeht. Deine Aufgabe wäre, dorthin zu gehen und zu sagen, habt ihr schon gehört, heute ist das Marktrestaurant geschlossen. Und wieder weggehen. Machst du das? Und? Nein. Macht er nicht. Wir gucken mal. Nee. Alles klar. Die verprügeln mich. Bin ich lebensmüde. Er hat's nicht gemacht. Das heißt, Sie liegen richtig. Das ist Ihr Applaus. Dankeschön. Wir waren wieder vorm Restaurant an diesem Brennpunkt, wo es jeden Tag pulsiert, das Leben, und haben die gleiche Situation nochmal gehabt. Film ab. Unten auf Deck 9 vom Marktrestaurant stehen jetzt schon recht viele Menschen, die darauf warten, dass das Restaurant gleich aufmacht. Würden Sie für einen Cocktailgutschein dorthin gehen und sagen, heute bleibt das Marktrestaurant geschlossen und einfach weggehen? Machen Sie das? Und? Definitiv. Definitiv. Wir schauen rein. Ja, gut. Ja? Lassen wir es mal raus, oder? Jawohl, dann gehen wir los. Und schauen Sie mal auf diese Blicke. Bitte schön, er ist für dich. Der Nächste, der hier runterkommt, den würden Sie einfach umarmen. Würden Sie das machen? Kommt drauf an, wer runterkommt. Und? Ja. Ja? Wir gucken rein. Ja. Okay. Guten Tag. Mit nächster Clip, los geht's. Achim, deine Aufgabe wäre, jetzt so in einer Minute ins Marktrestaurant reinzugehen und einfach laut zu rufen, wer hat die Kokosnuss geklaut? Machst du das? Bitte? Mach doch. Ehrlich? Wir gucken nach. Nö. Alles klar, dann trotzdem schönen Tag. Und zwar sind wir nochmal vors Restaurant gegangen, nochmal an die besagte Stelle, dass das passiert. Wenn Sie sich gleich vor das Restaurant stellen und sagen, hier kommt heute keiner rein. Und? Ja. Ja? Ich gebe einen Tipp. Er kommt aus Köln. Ja, der macht das. Dann erst recht, ne? Ja. Wir gucken nach. Ja, wieso denn nicht? Ja, keine Frage. Okay. Also ich möchte Ihnen heute nur mitteilen, also heute kommt hier überhaupt keiner rein. Das ist heute geschlossene Gesellschaft, also da kommt keiner rein. Ja. Kann man nichts machen. Oh, bitteschön, der ist für Sie. Ist das schön. Wir wollen Ihnen ja auch immer die schönsten Ausflüge zeigen. Diesmal geht es nach Ayutthaya. Ich habe das Wort lange gelernt, jetzt kann ich es für Sie aussprechen und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo, ich bin Wood, der Reiseleiter. Ja, heute dann fahren wir dann nach Ayutthaya. Wir sollen Ihnen viel Spaß haben. Pagode da drüber gesehen, wie ein Turm da. Das ist der Hauptpagode, das nächste Tempel. Nicht von dieser. Aber nur dort allein wird restauriert wegen der Geldspender von Amuletta, die wir unter Pagode da gefunden haben. Und Amuletta da haben wir verkauft, Geld verdient. Und dann mit dieser Geldspender von Amuletta wird der Pagode dort gebaut. Wo
wunderschön. Ich liebe alte Steine. Insofern ist es natürlich optimal, aber es ist unfassbar auch zu sehen, wie alt es schon ist und sich vorzustellen, wie die ganze Tempelanlage ausgeschaut hat früher. Es muss einem Spaß machen und das war toll. Man kriegt viel mehr mit, auch von der Kultur, von der Lebensweise, was man sonst, wenn man alleine hier geht, nicht sehen würde. Also uns hat es toll gefallen, war ein schöner Ausblick. Ja. Ja, jetzt sind wir doch schon bei einem Tempel, wo Sie dann hinter von mir dann so eine schöne Liege der Buddha sehen. Ja, er wird aus Liege und Beton gebaut, bitte. Dann 42 Meter lang, 12 Meter hoch, ja, ist diese Liege der Buddha. Das war ungefähr dann im 17. Jahrhundert, bitte, wird diese Buddha gebaut. So, und jetzt fahren wir mit dem Bus wieder zurück zum Schiff auf die Aida Bella. Mein Kollege Theo überzeugt nicht nur durch fantastische Arbeit und seine unglaublich freundliche Art, nein, er hat magische Fähigkeiten. Gucken Sie mal. Hello, I'm Theo from the Philippines and I'm 31 years old. Today I want to show you some magic. So, just say stop. Stop. Check the card. Show it to the camera. So put it back in the deck, like real nice. Thing is nice. Then I have to cut it like 1, 2, and 3. Stay in the card. Now I will guess that your card is already disappeared from the deck. Did you see your card? No. Nope. It goes in my pocket. See? My pocket I have. Oh. How many cards did you pick? One only. One shot. What is it? Seven cross. I thought I do mistake, but luckily I'm a magician, so I have 3.5 plus 3.5, 7 of cross. Also eine ganz normale Karte. Dann raste ich aber aus. Was ist das denn? Haben Sie es gesehen? Oh, ich glaube, es sieht man es, oder? I can see you in one cruise in Aida ship and I can show you some magic. Und nach diesen schönen Bildern haben Sie vielleicht auch Lust, mit uns die Welt zu entdecken. Gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro und hier kommt sie extra für Sie, die Verlockung der Woche. Bitte schön. Wir starten in Hamburg und fahren als erstes nach Ingvar Gordon und Kirkwall. Danach geht es weiter nach Reykjavik. Wir machen noch Halt in St. John's auf Neufundland, in Halifax in Kanada und in Bar Harbor, bevor wir unseren Zielhafen New York erreichen. Und zum Schluss, wie immer, Sie haben sicher schon darauf gewartet, die Bilder der Woche. Ich packe jetzt meine Familie ein, wir fliegen auf die Diva und freuen uns auf 14 Tage Karibik. Und Sie können sich ganz sicher sein, ich melde mich von da. Schöne Woche, tschüss. I see your face everywhere.